Amor fati, liebe dein Schicksal. Ein Ausspruch von einem der berühmtesten Philosophen aller Zeiten. Aber wie ist das eigentlich genau zu verstehen? Herzlich willkommen zu den Philosophie Basics. Die Idee des Amor fati geht schon einige tausend Jahre zurück, mindestens in die Zeit der Stoiker. Die Formulierung selbst stammt aber aus dem Jahr 1882 von Friedrich Nietzsche, der sich nicht umsonst auch gerne als den letzten Stoiker bezeichnete. Zu dieser Philosophie findest du übrigens auch bereits einige Videos auf meinem Kanal. Sowohl von den Stoikern als auch von Nietzsche ist dies aber nicht so gemeint, dass wir uns nun passiv aus allem raushalten sollen. Es geht vielmehr darum, die Umstände, an denen wir sowieso nichts ändern können, radikal hinzunehmen. Und wir sollen in genau den Lebensumständen und Herausforderungen, die wir meistern dürfen, die größtmögliche Freude finden. Den Stoikern wie auch Nietzsche ging es also nicht nur darum, das eigene Schicksal zu akzeptieren, sondern es zu lieben. Deshalb prägte Nietzsche den Ausdruck: